Ja, ich habe gerade einen Beitrag geteilt, wie viele andere auch, von einem vermissten 13-jährigen Mädchen hier bei uns aus NRW. Ich würde euch bitten, den Beitrag, wenn es irgendwie möglich ist, zu teilen, gerade wenn er bei uns hier aus der Ecke kommt. Vielleicht können wir ja mit unserer Community da ein klein bisschen helfen und ja, hoffen wir, dass nichts Schlimmes passiert ist und die Kleine wieder gefunden wird. Als Vater nimmt einem sowas natürlich definitiv mit und ich denke, die meisten von euch können das auch nachvollziehen. Ja, ansonsten einige Beiträge heute geteilt und übrigens auch den Beitrag von der Familie Ort und Johanna. Wenn man sieht, was da in diesem Podcast zu hören war, das ist nichts für schwache Nerven, muss ich direkt dazu sagen. Der Jahrestag rollt auf uns zu, dritter Jahrestag der Flutkatastrophe Ahrtal und NRW. Und ja, es macht schon sehr, sehr nachdenklich, wenn man die Worte hört, die dort gesprochen werden. Gerade auch, wenn man jetzt die Aktion mit den stummen Zeugen sieht, die ja in den letzten Wochen und Monaten gelaufen sind, die überall aufgestellt wurden, sowohl in Hannover als auch in Mainz. Also man hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert und ja, viele sind einer ganz klaren und eindeutigen Meinung. Aber gut. Das ist Deutschland, da müssen wir uns an viele Sachen gewöhnen. Ansonsten viele Nachrichten, auch von Flugbetroffenen, gerade jetzt auch vom Jahrestag, ganz, ganz viele Einladungen. Sorry, wenn ich nicht alle wahrnehmen kann. Also ganz, ganz viele haben eingeladen und gesagt, Mensch, komm doch vorbei. Ja, ich habe auch über den Jahrestag Geburtstag die letzten Jahre, ja, war mit Feiern nicht großartig viel. Ich denke, dieses Jahr wird es auch nicht sein. Der fällt halt auf den 15. Juli und ja. Die Geburtstage sind halt nicht mehr so, wie es früher war, gerade mit den Erlebnissen und Erfahrungen, die man gemacht hat. Ja, und manche sind beim Wiederaufbau in den Fluggebieten leider immer noch nicht fertig. Das heißt, vieles liegt momentan noch im Argen. Manche bauen immer noch auf, bei manchen geht es mittlerweile ein Ticken schneller vorwärts. Und auch die einen oder anderen berichten, dass es mit dem Wiederaufbaufonds jetzt ein klein bisschen besser funktioniert. Aber nach 3 Jahren der schnellen und unbürokratischen Hilfe muss man, glaube ich, auch ganz klar das Fazit ziehen. Schnell und unbürokratisch war mal so gar nichts. In Rheinland-Pfalz erst recht nicht. Aber auch in NRW haben wir einige Probleme, die bis heute nicht behoben sind. So viel die Aussagen der Flugbetroffenen. Und ich kann jedem nur empfehlen, den Podcast von Johanna zu hören. Die Eltern kommen auch drin vor und das geht unter die Haut, wenn man die ganze Geschichte da nochmal hört. Ja, und ich bitte auch weiterhin die Eltern von Johanna Ort zu unterstützen, um ja irgendwann auch für Gerechtigkeit zu sorgen, damit die Rechtssachen seinen Weg gehen. Ganz, ganz viele haben auch gespendet. Hier da auch nochmal an jeden, der ja Geld in den Fonds mit eingezahlt hat. Besten Dank dafür. Das hilft alles, um vielleicht noch ein bisschen Gerechtigkeit für Flugbetroffene drüben im Ahrtal zu erfahren. Und meine persönliche Meinung ist ein ganz klares und eklatantes Versagen von vielen offiziellen Stellen. Das ist meine Meinung und ich weiß, die teilen Tausende von anderen Leuten draußen auch. Ja, dem einen oder anderen passt, glaube ich, auch nicht, zumindest habe ich das gelesen, dass ich recht harsch und kritisch mit der aktuellen Regierung umgehe. Dann muss ich nur sagen, wem das nicht passt, hey, der ist hier falsch auf dem Kanal. Da ist keiner gezwungen, hier den Social Media Blog von mir zu schauen. Man kann auch gerne draufklicken und auf Entfolgen gehen. Genauso gerne kann man, wenn man das Video als geteiltes Video sieht, auch gerne auf Folgen klicken. Dann muss man natürlich auch Kritik abkönnen. Und ich denke, die ist momentan, was bei uns in Deutschland herrscht, mehr als berechtigt. Ja, schauen wir mal, ob wir heute nochmal ein Video machen. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Teich, wo ich gerufen wurde. Da schaue ich mir mal die aktuelle Lage an. Da scheint irgendwas im Argen zu liegen. Und ja, ist momentan Keusaison. Also ihr Lieben, ich würde sagen, euch einen erfolgreichen Tag. Bitte unbedingt diejenigen, die jetzt später eingeschaltet haben, den Beitrag der Polizei teilen mit den vermissten Mädchen hier bei uns aus NRW. Vielleicht können wir als Community helfen. Und dann sage ich erstmal vielen lieben Dank auch an diejenigen, die mir den Beitrag zugeschickt haben. Und sagen, wir hören und sehen uns später. Kommt gut durch den Tag durch. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also Klimawandel hier bei uns. Es regnet. Und demnächst soll es wieder brüllend heiß werden. Danach soll es wieder klirrend kalt werden. Tja, also Wetter macht, was es will. Aber das hat das Wetter auch schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden gemacht. Also in dem Sinne, euch einen schönen Nachmittag und passt auf euch auf. Ciao.